Frohe Weihnachten 2018. Ja. Und das ist meine Weihnachtsgeschenke-Video. Fangen wir an. Und ja, ich habe schon alles ausgepackt. Weil, Baum. Beginnen wir. Mit was beginnen wir denn? Ich würde schätzen, mit den DVDs. Also, es sind sehr viele DVDs. Sieht man halt nicht so gut, aber. Okay. Okay, wir haben als allererstes Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Dann Star Wars The Clone Wars, die komplette fünfte Staffel. Dann das ist. Warte. Die ist neu. Und die ist auch neu. Die ganzen anderen, die danach kommen, sind gebraucht. Aber eigentlich in guter Qualität. Dann hier die besten Loks von Sodor. Mit. Edward der Große, du schaffst es, Tobi, Percy und der Zauberteppich und alles wartet auf Thomas. Dann. Ich habe die jetzt in keiner richtigen Ordnung. Dann Thomas tierische Abenteuer. Mit Mäh, ein Stier auf den Gleis, Summ, 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 Kühe, Thomas geht angeln, die Kobolde, der Ehrengast, Henry geht baden, Fisch, Rollbär. Dann der Baumeister, DVD 15, Bauhofhelden. Mit Bob lernt tanzen, Wendys großer Abend, Gesundheit, Buggy, Hepp und der Elefant und Bauinspektor Knolle. Dann DVD 4 von Thomas, viele kleine Helfer mit tolles Weihnachtsabenteuer, der fehlende Weihnachtsbaum, die Weihnachtsfeier, ein Schal für Percy, die Lawine, Terence, der Traktor in der Mine, der fliegende Bückling und Tobi in Gefahr. Dann 22, die neue Dampfpfeife mit Tobis großer Tag, Thomas und der Ausreißer, Fragen kostet nichts, die neue Dampfpfeife, Thomas klappert. Dann Bob der Baumeister DVD 5, Bobs fleißiger Helfer mit Buggy trägt die Verantwortung, Heppo zieht alles. Fokussier, Herbo zieht alles an, Rumpel und seine Anhänger und Rollo die Schildkröte. Dann DVD 15 von Thomas. Thomas und der Regenbogen. Mit Thomas und der Regenbogen, Molly Sonderfahrt, Dieselsmädchen schon und Henry und erfahren was. Dann DVD 2 von Thomas. Helden auf Schienen. Mit der Geisterzug, der rätselhafte Drachen, Rusty hilft Henry und der Elefant immer auf Percy, Henry und der Spuk, Stepney verirrt sich, Tobi und alte Krieger und Rusty und der Felsblock. Das ist ein Cover, das ich austausche. Habe ich ausgetauscht, weil ich da war schon ein bisschen was kaputt. Das war nämlich diese DVD. Nämlich Bob der Baumeister DVD 9, Bobs Tierhof, weil man sieht hier schon, ist ein Riss, aber schütt mich nicht allzu sehr. Also Bobs Tierhof mit Bobs neue Stiefel, Rollo der Igelritter. Die Meerschweinchen und Herr und die Kaninchen. Ja, dann Bob der Baumeister DVD 6. Nur keine Angst, Freunde. Mit Buddel hat Angst, Schmuddelbuddel, Heppo der Götter und Buddel schläft bei Rumpel. Und die letzte DVD, die Thomas in Not DVD. Ja, das ist sozusagen diese Aldi-DVD. Habe ich mir geholt, weil mir fehlten Thomas in Not und Tobi und der elegante Herr. Würde ich sagen, und bei dir, der Bus habe ich schon. Aber ja. So. Jetzt zum Wooden Railway. Ich packe mal ganz kurz was weg, weil das Beste wird zum Schluss kommen. Finde ich. Einmal hier. Der. Ja, sieht man nicht so gut. Aber man erkennt es halt nicht so gut. Wartet mal ganz kurz. Okay, dann haben wir hier Ryan, die Great Northern Railway M2. Ja, sein Wooden Railway Modell ist etwas fragwürdig, warum er fast genauso aussieht wie Thomas. Aber ja, Ryan. Dann der deutsche Schienenzeppelin. Hugo, auch ein Wooden Railway. Der Propeller. Hugo. Dann, das war auch richtig cool. Nämlich von Thomas Wooden Railway, so diese Straßenschienen. Einmal vier von den großen und vier von den kleinen. Kann man ein kleinen Kreis mitbauen oder wo war? Dann.
eine Destination von Wooden Railway, nämlich der Luftschiff-Hangar. Ja, passt ja auch perfekt mit Hugo zusammen. Weil Gene Zeppelin, Hugo, Luftschiff-Hangar. Und jetzt, wie findet zum aller zur Krönung die Adventures of James? Oh mein Gott, war ich froh, dass ich die jetzt habe. Die Adventures of James. Wer die nicht kennt, es gibt ja auch Adventures of Thomas und Adventures of Percy und Adventures of James gibt es auch. Wir starten mal mit einem davon. Nämlich. Oh, Lichtquelle wartet. Ja, Busy as a Bee James. Aus der Episode Percy spielt Kontrolleur. Ja, ist halt James so in Bienenfarben gestrichen. Sieht man den Namen? Umdrehen. Busy as a Bee James und Busy as a Bee James Tender. Und dann noch James mit diesen ganzen Schalen und Mannschaftsfarben aus der Folge Thomas und die Fußballmannschaft. Hat ja auch so einen Schal um den Schornstein gewickelt. Was ich auch cool finde. Und hier auch noch das Gesicht. Sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Aber ist eigentlich ganz gut. Ja, und was kritisch gut ist hier, sind ja diese Fahren. Und hier auf der Rückseite geht's weiter. Ja. Okay, das waren meine Weihnachtsgeschenke 2018. Und schön, dass ihr zugeschaut habt und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.